Hallo ihr Lieben, ich habe euch vor kurzem auf Instagram mal wieder gefragt, was ihr in der nächsten Zeit für Videowünsche habt, was ihr sehen wollt. Und falls ihr vielleicht auch Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet, dann folgt mir doch unbedingt auf Instagram, denn da mache ich öfter mal so Umfragen in der Story, um einfach zu schauen, was möchtet ihr hier gerne sehen, denn letztendlich ihr dürft den Kanal genauso mitgestalten wie ich. Einer eurer Wünsche war nachhaltige Bademode. Vor ein paar Jahren noch ein absolutes Nischenthema, mittlerweile gibt es so viele schöne Labels und deswegen freue ich mich, euch heute 5 nachhaltige Bademoden-Labels vorzustellen. Und weil ich ein großer Fan davon bin, kleine Labels vor der eigenen Haustür zu unterstützen, werden es 5 Labels aus Deutschland sein. Mit einer ganz kleinen Ausnahme werdet ihr am Ende sehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit einem Eco Fair Fashion Label aus Berlin, nämlich Anekdot. Anekdot fertigt seit 2015 Dessous und Bademode und sowohl die Stoffe als auch das Design kommen aus Berlin. Die Kollektion wird aus Reststücken, Überschüssen, Vintage-Teilen oder Ähnlichem genäht und durch das Upcycling werden wahnsinnig viele Ressourcen gespart, wie ihr euch vorstellen könnt. Das Ganze macht auch bei den Stoffabfällen nicht Halt, denn die werden dann im Nachgang noch zu Haarbänder oder zu Kissenfüllungen verarbeitet. Ich mag das Label super gerne, weil ich finde, dass die Sachen sehr reduziert sind und grafisch geschnitten und ich glaube, man hat einfach lange was davon, wenn man dort ein Teil findet und kann das wirklich jahrelang anziehen. Das ist immer so mein Hauptaugenmerk, dass etwas modern ist, aber nicht so trendy, dass ich keine Lust habe, es mehr in 2 Jahren anzuziehen oder mich einfach daran leid gesehen habe. Ich finde die Farbwahl auch super schön und falls ihr verschiedene Größen braucht, oben und unten, könnt ihr da die einzelnen Teile einzeln anwählen und da verschiedene Größen aussuchen. Das finde ich immer super wichtig, weil unsere tollen Körper haben einfach unterschiedliche Maße und nicht immer passen da irgendwie Ober- und Unterkörper in eine Konfektionsgröße. Das ist ganz normal und deswegen finde ich schön, dass ihr hier verschiedene Wahlmöglichkeiten habt. Kommen wir zu einem Label aus Hamburg, das ich wirklich ganz, ganz toll finde, nämlich My Marini. Dort gibt es ebenfalls zeitlos designte und dadurch wirklich langlebige Bikinis und Badeanzüge. Und das absolute Highlight, man kann die Sachen wenden. Ich finde es absolut großartig, denn wenn der Badeanzug von der einen Seite schwarz ist und von der anderen Seite dunkelblau oder ihr seht da schon verschiedene Grüntöne, also die Töne sind schon aneinander angepasst und abgestimmt, sodass es passt, aber trotzdem, wenn ihr dort ein Teil kauft, habt ihr theoretisch gleich 2 neue Bikinis im Schrank. Und ich liebe es einfach, wenn ein Kleidungsstück vielseitig ist und veränderbar ist. Ja, wie schon gesagt, die Sachen werden in Hamburg designt und in Kroatien genäht. Das Material stammt aus Italien und zwar handelt es sich um Econyl. Das ist eine Faser aus recyceltem Plastikmüll, der aus den Meeren gefischt wird und außerdem ist der Stoff Ökotex Standard 100 und GRS zertifiziert. Und ihr werdet merken, Econyl wird uns heute noch häufiger begegnen. Wenn ihr es lieber etwas sportlicher magt, dann seid ihr bei dem Münchner Label Crystal Flow sehr gut aufgehoben. Die Sachen werden ebenfalls aus Econyl hergestellt, in München entworfen und in Serbien unter fairen Bedingungen gefertigt. Also wenn ihr surfen geht oder wirklich viel schwimmen wollt und euch in den Sachen sehr, sehr viel bewegen wollt oder auch zum Beispiel mit kleinem Kind, weiß ich, dass es oft auch ein Problem ist, dass man nicht zu leichte Bikinis anhaben möchte, wenn das Kind irgendwie da dran rumkrabbelt, irgendwie das was verrutscht. Wenn ihr irgendwie in diese Kategorie fallt, wo wirklich nichts verrutschen darf, dann seid ihr bei Crystal Flow einfach richtig. Und was ich cool finde, die Oberteile lassen sich zum Beispiel auch beim Volleyball oder beim Yoga einfach als Sport-BH anziehen. Also auch hier haben wir einfach eine wahnsinnig tolle Vielseitigkeit. Ich verlinke euch übrigens alle Labels unten. Dort findet ihr die Links zu den Webseiten, sodass ihr nicht lange suchen müsst, sondern ihr könnt dort einfach auf die Webseiten zugreifen.
Seit 2017 fertigt Oceanchild Bikinis und Badeanzüge in Süddeutschland und die Stücke sind auch wieder aus Ekonyl hergestellt. Dabei wird nur eine kleine Stückzahl produziert, um einfach dem Konsumwahn entgegenzuarbeiten. Und wenn ein Modell ausverkauft sein sollte und die Nachfrage aber relativ groß ist, dann wird nach und nach nachproduziert, sodass am Ende einfach kaum Warenüberschuss bleibt. Ich muss sagen, dass ich die Website und die Bilder total schön und ästhetisch finde. Also Riesenkompliment. Ich finde es wirklich total ansprechend. Es macht einfach gleich Lust auf Urlaub und gute Laune und find das Bildmaterial und auch die Videos auf der Website wirklich unfassbar hochwertig. Also ich bin total verliebt in den Look. Finde ich richtig schön geworden. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Label angekommen, Margaret and Hermione. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hermione. Okay, das einzige nicht deutsche Label, was ich euch heute vorstelle, ist Margaret and Hermione. Das ist nämlich ein Designer-Duo aus Wien. Das Label gibt es seit 2015. Die Bademode besteht ebenfalls aus Ekonyl. Wie gesagt, das zieht sich heute durch und ist einfach ein sehr, sehr schönes Material, was so dieses 100% Polyester einfach sehr gut ersetzt. Und produziert wird in einer kleinen Manufaktur auf Kroatien. Und wenn ihr Lust auf Farbe seid, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich bin ja eigentlich kein Farbmensch, muss ich ja zugeben. Ich bewege mich ja schon so eher in diesen Schwarz- und Naturtönen. Aber dadurch, dass die Sachen so grafisch sind und so mit Color Blocking arbeiten, oft in zwei Farben, sehe ich mich tatsächlich da drin auch wieder. Also ich finde die Farbkombis sehr, sehr cool, sehr laut und trotzdem sehr clean. Ein sehr, sehr schönes Design und vor allem ja dieser längs gestreifte Badeanzug, so richtig blockig, finde ich einfach super schön. Also wenn ihr Lust auf Farbe habt, dann seid ihr hier einfach richtig und dann schaut euch da auf jeden Fall mal um. Ich finde, es sind auch so Farbkombinationen, die man nicht so häufig sieht, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn ihr auf farbenfrohe Sportswear steht, dann solltet ihr auch da mal vorbeischauen. So, und das waren auch schon 5 Labels. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt einfach 5 rausgepickt, die mir persönlich super gut gefallen. Ich hoffe, es war für jeden von euch was dabei und ihr habt vielleicht spannende Inspirationen gesammelt, falls ihr sagt, ihr braucht unbedingt noch ein Bikini für den Sommer. Es ist gerade mal April, es ist noch super viel Zeit, aber ich habe gedacht, das ist trotzdem ein guter Zeitpunkt, einfach euch früh nachhaltige Optionen aufzuzeigen. Natürlich lasse ich mich da von meinem persönlichen Geschmack leiten und es sind viele Sachen dabei, die sehr grafisch und sehr reduziert sind. Aber ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass wenn man langlebige Kleidungsstücke kaufen möchte, dass man vielleicht eher zu etwas reduzierteren Mustern und Schnitten greift und damit man da möglichst lange Freude dran hat. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Woche wieder. Bis dann!